Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer letzten Pressekonferenz dieses Jahres mit unserem Trainer Peter Backhult und Till Schumacher. Dankeschön für eure Zeit. Ja, das heutige Spiel endete mit einem Sieg für Sturm Graz. Sturmtrainer Christian Ilzer hat es jetzt gerade noch gesagt, hat uns gratuliert zu diesem tollen Herbst, auch wenn es heute nicht so gelaufen ist. Trainer Peter Backhult, ich glaube, man kann trotzdem das Positive hervorstreichen nach diesem Herbst, und heute, muss man wahrscheinlich sagen, war einfach nicht mehr drin, oder? Na, man muss einfach sagen, dass Sturm Graz einfach gezeigt hat, warum das international spielen. Sie haben doch schon eine gewisse Qualität. Man hat ja das Spiel am Donnerstag, habe ich mir ja noch angeschaut, gegen Monaco, wo sie eine sehr gute Leistung gebracht haben. Und sie haben eigentlich hier gleich erste Halbzeit an diese Leistung angeknüpft. Und wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt keine Möglichkeit gehabt, sich richtig zu lösen. Waren eigentlich heute sehr unruhig am Ball, sehr unsicher in der ersten Halbzeit. Wir haben es nicht verstanden, da ein bisschen den Druck wegzunehmen. Und dadurch hat natürlich immer wieder Sturm Graz den Ballbesitz gehabt. Und dadurch haben wir einfach unsere Probleme in der ersten Halbzeit gehabt. Erst aufgrund der Umstellung in der Halbzeit, wo wir dann sehr gut in das Spiel reinkommen sind, hat man auch dementsprechend die Nadelstiche setzen können, was wir auch dann gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen geht der Sieg von Sturm Graz in Ordnung. Eine kurze Nachfrage. Die Ausfälle, die halt jetzt schon sehr groß waren in der Zahl, haben die irgendeine Rolle jetzt gespielt, auch am Ende des Herbstes? Es wäre jetzt unfair gegenüber den Spielern, die heute zum Einsatz gekommen sind, dass man da jetzt die Spieler nennt, die heute gefehlt haben. Sie haben gefehlt einfach, und damit muss man als Mannschaft leben, als Trainer leben. Natürlich war es mir lieber gewesen, wir hätten mit dieser Besetzung gespielt, wo wir in den letzten Wochen gespielt haben, aber war heute nicht möglich. Und nichtsdestotrotz möchte ich mich bei den Zuschauern bedanken, bei unseren Fans bedanken für diese hervorragende Unterstützung im Laufe dieser Herbstsaison. Da gehört ein großes Dankeschön dazu. Und aber wir dürfen uns jetzt da nicht zurücklehnen. Wir haben heute gesehen, dass uns im Frühjahr natürlich noch 4 Spiele erwarten, wo wir wieder die Leistung bringen müssen, die uns im Großteil dieser Herbstsaison ausgezeichnet hat. Dass das heute ein schwieriges Spiel wird, das war für mich ganz klar, weil unsere letzte Woche wirklich katastrophal war von den Trainingsmöglichkeiten her. Wir haben 2 Tage müssen auf einen Schneeboden trainieren, vorgestern sogar noch in der Halle trainieren, weil wir keine Möglichkeiten gehabt haben. Und das spielt natürlich alles dazu mit, ohne dass es eine Ausrede ist von der Leistung heute. Aber das hat natürlich auch Sturm Graz ein bisschen in die Karten gespielt, dass wir nicht keine optimale Vorbereitung auf einem Rasenplatz gehabt haben. Wir haben erst gestern eine halbe Stunde ins Stadion dürfen. Da muss man auch Danke sagen, den Sportpark, dass sie uns eingelassen haben, dass wir zumindest einmal das Gefühl wieder, dass die Spieler wieder einmal das Gefühl gekriegt haben, wie das ist, auf einem normalen Rasen zu spielen, als wie auf einem Eislaufplatz, was uns die ganze Woche begleitet hat. Aber trotz allem war es eine Herbstsaison, mit der man im Großen und Ganzen zufrieden sein muss. Ich bin natürlich immer ein Mensch, der was natürlich mit Niederlagen sehr, sehr schwer umgehen kann, und ich kann auch im Moment auch mit dieser Niederlage nicht gut leben, weil innerlich hat man sich natürlich mehr erhofft und mehr erwartet, aber man hat einfach gesehen, dass Sturm Graz in dem Sinn um einen Schritt weiter ist wie wir, einfach von der Erfahrung her, von der Qualität her. Aber ich muss meiner Mannschaft trotzdem für diese Herbstsaison ein Riesenkompliment machen, denn wenn du als Tabellenvierter überwinterst und dir das Programm dann von den nächsten 4 Spielen anschaust, dann kann man wirklich sehr, sehr stolz auf die Mannschaft sein, und ich hoffe, dass wir im neuen Jahr wieder an diese Leistungen herankommen, die was uns da im ganzen Herbst hier ausgezeichnet hat. Ja, auf das Frühjahr freuen wir uns auch. Dankeschön, Trainer, fürs Erste. Till, darf ich auch dich fragen, Trainer hat es ausgeführt, sehr schwierige Vorbereitung, sehr schwierige Rahmenbedingungen in den vergangenen Tagen. Wie habt ihr das als Mannschaft erlebt und dann auch das heutige Spiel erlebt? Ja, natürlich ist das als Mannschaft nie ganz einfach, wenn die Rahmenbedingungen in der Trainingswoche nicht optimal sind, wenn man andere Abläufe hat, wenn man andere Trainingsbedingungen hat, das mit Sicherheit. Trotzdem, im Endeffekt trifft die Situation alle Mannschaften. Sturm hatte eine Reise unter der Woche, also von daher war es für sie auch nicht ganz einfach. Von daher mag ich das nicht, das als Entschuldigung zu nehmen. Es ist mit Sicherheit, spielte Sturm in die Karten und ist für uns kein Vorteil.
Aber gut, so ist das halt. Ne? Schnee in Österreich ist keine Überraschung, glaube ich, auch wenn ich neu bin und es jetzt eher so kennengelernt habe. Ja, trotzdem, ich denke, heute zum Spiel kann ich mich im Großen und Ganzen bei vielem anschließen, was der Trainer gesagt hat, natürlich auch. Ich denke, dass Sturm halt in der ersten Halbzeit schon gezeigt hat, warum es ja vielleicht die zweitbeste Mannschaft in Österreich im Moment ist. Da waren tolle Kombinationen bei, wo wir keinen Zugriff hatten und das nicht, weil wir nur am Schlafen waren oder weil wir alle schon geträumt haben von der Sonne und vom Strand. Das mit Sicherheit nicht. Auf gar keinen Fall. Sturm hat einfach eine tolle Qualität gehabt und wir hatten keinen richtigen Zugriff bekommen. Von daher geht auch die Führung für Sturm völlig in Ordnung. Wir konnten uns nicht wirklich lösen. Wir hatten keine Lösung parat, hatten keinen Ballbesitz, haben die Bälle viel zu leicht verloren. Wir hatten kaum Passstaffetten drin. Das müssen wir uns alles ankreiden lassen. Mit Sicherheit auch, das wissen wir auch. Das weiß auch jeder einzelne Spieler. Aber ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt können wir nur nach vorne blicken. Auch ich möchte mich vor allem bei den Fans bedanken und bei dem Team. Natürlich auch, wir haben eine tolle Hinrunde gespielt. Jetzt geht es im neuen Jahr weiter. Dankeschön, Till, für deine Worte. Sehr schön gesagt. Ja, bitte um eure Fragen und bitte das Mikrofon abwarten. Herr Backholt, war es vielleicht sogar die schlechteste Saisonleistung heute? Nein, das ist sicher nicht. Also wir haben eine schlechte erste Halbzeit gehabt. Ich glaube, die schlechtere Leistung war gegen, wo haben wir da erst vor ein paar Spieltage gehabt. Also von denen her sicher nicht die schlechte, weil wir haben zweite Halbzeit dann wirklich, wie gesagt, sind gut rausgekommen, haben gleich mit Roberts gleich gute Akzente gesetzt und sind da gleich gut. Uns haben heute natürlich die Torchancen gefehlt, gar keine Frage, aber im Endeffekt war einfach der Sturm in der ersten Halbzeit einfach zu dominant und wir zu ängstlich, ballunsicher. Wir wollten jeden Ball eigentlich nur weghauen und keiner hat Verantwortung übernommen, da den Ball einmal zu beruhigen. Und das war heute eigentlich das Ausschlaggebende der ersten Halbzeit. Weil die Frage schon gestellt worden ist, aber wie sehr hat es wehgetan, dass Wima jetzt zu kurzfristig ausgefallen ist, plus eben Gemici Basi? Ja, beim Turge haben wir es ja gewusst mit seiner gelben Karte. Beim Nico war es leider, hat es das in der ganzen Woche schon abgezeichnet. Wir haben es halt gestern noch einmal probiert, aber hat sich gleich wieder erledigt gehabt. Aber jetzt, dass das natürlich Spieler sind, die im ganzen Herbst Stammspieler waren. Natürlich fehlt er das, aber das hat nichts mit den anderen Spielern, die was zum Einsatz kommen, zum tun. Die haben auch versucht, ihr Bestes zu geben. Und da ist halt einmal so, dass man muss als Mannschaft, als Trainer auch mit solchen Situationen umgehen und leben. Till, die zwei Gegentore in der ersten Halbzeit, die waren wirklich traumhaft herausgespielt. Könnt ihr euch da eigentlich auch was ankreiden oder war das einfach nur traumhaft gespielt? Oder? Auf jeden Fall können wir uns da was ankreiden. Natürlich war es traumhaft gespielt, aber es war auch nur traumhaft gespielt, weil wir es auch traumhaft zulassen. Ein Stück weit gerade das zweite Tor beginnt an der Seite, ist eine einfache Kombination, wo wir nie Zugriff hatten. Dann in der Mitte auch keinen richtigen Zugriff. Von daher war es mit Sicherheit schön und alle Fans von Sturm, vom Fußball freuen sich über solche Tore. Ich ärgere mich total, weil ich Verteidiger bin. Von daher war das vermeidbar, trotzdem natürlich im Endeffekt sehr schön. Vielleicht eine Frage an den Trainer. Hättet ihr heute mit einer müderen Sturmmannschaft gerechnet, nach der Europacup-Belastung jetzt im ganzen Herbst? Nein. Für das trainieren sie das ganze Jahr. Also ich kann mit diesen Aussagen, ich habe das schon vor 10 Jahren gesagt bei Rapid, dann darf man nicht Europacup spielen. Wenn ich dann immer her Jammerei, müde und dann darf ich nicht Europacup spielen. Und Sturm Graz hat das tadellos gemacht. Also hat die Spielfreude, was sie gehabt haben am Donnerstag, haben sie heute mitgebracht. Und das zeigt einfach, dass dort gut gearbeitet worden ist in dem Bereich, dass man auch mit der nötigen Frische da zum letzten Spiel kommt. Gibt es noch Fragen? Bitte. Deal, vielleicht an dich noch. Standing Ovations am Ende von den Fans, trotz 0-3, weil man halt einen coolen Herbst gespielt hat. Wie cool ist das für dich als Spieler auch, wenn man trotz 0-3 dann die Fans auch noch aufstehen? Für mich ist das richtig cool. Was?
Man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Man muss jetzt nicht gleich alles niederhauen. Also da wehre ich mich jetzt einmal dagegen. Also ich merke das schon, die Fragen. Also nur weil wir jetzt 0-3 jetzt im letzten Spiel waren, war nicht alles jetzt auf den Arsch. Oder alles schlecht. Es war ein schlechtes Spiel, aber es geht ja die ganze Zeit jetzt schon auf das hinauf. Wir waren heute schlecht und. Nein, also da, Herr Trevis, sind da ein bisschen da. Da steige ich einfach drauf auf die Bremsen, weil es ist ja so, wir haben kein gutes Heimspiel gehabt, ich habe mich bis jetzt nicht hingeschaut und habe gejammert, Verletzte und das aus. Nein, das nehme ich einfach zur Kenntnis und das nehme ich einfach so auf. Aber die Fragen kommen jetzt nur mehr so, schlecht, alles schlecht. Nein, ist nicht schlecht, sondern wir haben ein Spiel heute gehabt, was wir nicht in der Besetzung vielleicht machen haben können, die was uns vielleicht die ganze Zeit stark gemacht hat, aber da braucht man jetzt nicht nur mehr suchen und nur mehr suchen, das lasse ich nicht gelten. Guten Herbst angesprochen und eigentlich habe ich das positiv herausgezogen und dass die Fans auch aufgestanden sind für die Mannschaft, die einen richtig guten Herbst gespielt hat. Gut, trotzdem würde ich da nochmal kurz eingreifen, gerne, indem ich einfach loswerden möchte. Für mich als Spieler ist das hervorragend. Jeder Fan, der ins Stadion kommt, der klatscht, der das Team unterstützt, der sieht, dass wir kämpfen, dass wir arbeiten, dass hier keiner dabei ist, der keine Lust hat, hier zu sein. Das ist als Spieler das Wichtigste, das Wertvollste. Und ich appelliere und ich hoffe auch einfach, dass wir irgendwo auch eine gewisse Euphorie in Klagenfurt auslösen können, dass mehr Fans ins Stadion kommen, um halt diesen Fußball hier noch größer zu machen. Wir haben ja extrem viele Potenziale, wo die Fans uns extrem helfen können, diese zu erreichen. Und ich glaube, da wird mir auch der Trainer zustimmen, dass jeder Fan, der kommt, der noch unentschlossen ist, aber kommen möchte, hoffe ich gerne, dass ich ihn beim Rückrundenauftrag oder beziehungsweise in der zweiten Saisonhälfte im Stadion sehen werden, dass wir einfach näher daran kommen, die Kapazität dieses wunderschönen Stadions auszufüllen. Ich denke mal, das Bundesland Kärnten muss eigentlich froh und stolz sein, dass, glaube ich, jetzt über die Winterpause zwei Kärntner Vereine unter die Top 6 stehen. Also wenn das vor der Saison irgendeiner gesagt hätte, hätte keiner akzeptiert oder glaubt. Also es ist doch für das Bundesland Kärnten eine tolle Sache, wenn beide Vereine im Moment, und es wird auch für die Spieler sehr erfreulich sein. Ich kenne das jetzt da, jetzt ist 3 Wochen Urlaub und dann schaust du immer Tabelle und du bist noch immer über den Strich. Und von der Auslosung, wenn ich mir die Auslosung für die nächsten 4 Spiele anschaue, sind berechtigte Hoffnungen, dass wir da doch den einen oder anderen Punkt machen, der was uns dann vielleicht noch helfen könnte. Und darum soll man, glaube ich, hier im Bundesland sehr, sehr stolz und froh sein und dass wir da als einziges Bundesland, ich denke, beide Wiener Vereine, werden wir sehen, ob da beide über den Strich dann stehen. Oberösterreicher werden es nicht schaffen. Also muss man schon sehr stolz, kann man schon sehr stolz hier in Kärnten sein mit diesen 2 Vereinen. Kampf um die Top 6. Man ist in einer super Position. Wie siehst du den Kampf jetzt im Frühjahr noch? Also gut, unser Ziel ist ganz klar, die Klasse zu halten. Und dass wir natürlich jetzt viele Punkte geholt haben, das ist natürlich schön. Aber wenn hätten wir jetzt ein paar Punkte weniger, würde wahrscheinlich die Frage andersrum kommen, wie sieht's aus? Und von daher stelle ich mich auf gar keinen Fall hin und postuliere jetzt, was für Ziele wir auf einmal haben und wie toll wir sind, dass wir eigentlich eine Top-Mannschaft sind. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir haben noch 4 Spiele, möglichst viele Punkte holen. Und dann wird man sehen, wo wir am Ende landen. Aber ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, ich will in die obere Tabellenhälfte. Das nehme ich nicht im Mund, daran denke ich auch nicht. Da müssen wir bescheiden sein und wissen, wo wir herkommen. Dankeschön. Ich glaube, der Trainer wird den Thiel auch gerne wieder einladen zur Pressekonferenz. Heute sehr gut gesprochen. Man merkt beim Thiel, von wo er herkommt. Ich würde auch gerne mal demnächst hier hinkommen, wenn wir dann wieder das Spiel gewinnen. Ne, und nicht ja. Das erste Mal hier nach einer Niederlage, also nur fürs Protokoll. Ja. Versprochen, machen wir, Thiel. Das sage ich vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Trainer. Dankeschön, Thiel. Danke. Ich wünsche vor allem auch schöne Weihnachtsfeiertage euch allen. Frohe Weihnachten. Gesundes neues Jahr für alle. Dankeschön.